Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Sergej Schuck. Ich komme von der Caritas AG aus Koblenz. So, wir sind die Experts im Bereich Athletien und im Prinzip decken wir mehrere Bereiche, angefangen von Consulting, Training und Apps-Entwicklung. Da sind wir mehr im Confluence-Bereich. Also falls ihr nach irgendwelchen Lösungen sucht, gerne stehe ich ja heute Abend noch zur Verfügung, können wir gerne die Fragen stellen und vielleicht kann ich euch auch dabei helfen. Heute will ich ein Beispiel aus unserem täglichen Geschäft mal präsentieren. Und zwar, wir hatten einen Kunde, der wollte gerne so einen Onboarding-Prozess in Jira visualisieren. Und zwar hat er bestimmte Anforderungen gehabt und hat es einfach gefragt, ob genau so in Jira abbildbar ist und was alles noch dazu gebraucht wird. Aus vielleicht mal Datenschutzgründen habe ich mehr oder weniger so eine abgespeckte Version oder so eine Light-Version daraus erstellt. Aber was ich heute präsentieren will, ist, wie wir das umgesetzt haben. Nicht nur im Umfang. Umfang war noch mehr, als Sie gerade sehen werden. Aber die Vorgehensweise und die Funktionen oder die Apps, die wir dabei benutzt haben, die werde ich ja dann heute mal präsentieren. Da fangen wir erstmal mit den Anforderungen und zwar, wie gesagt, erstmal so einen kleinen Ausschnitt, was der Kunde mal dabei gedacht hat. Und zwar, der wollte aus dem Service Desk, vielleicht mal eine Vorgeschichte, das ging es darum, dass neue Mitarbeiter in ein Unternehmen kommt. Und dabei müssen gewisse Prozesse abgehakt werden, wie zum Beispiel, dass der neue Mitarbeiter eine Hardware braucht oder halt dann bestimmte als Nutzer angelegt sein müsste. Vielleicht bräuchte er auch ein Telefon oder Handy halt. Und da ist in einem großen Unternehmen für jeweilige Bereiche dann jeweilige Abteilungen dafür zuständig waren, müssen halt den Main-Prozess quasi gesplittet werden in Teilprozesse, die parallel laufen können, weil die wieder von Unterbereiche oder halt dann von gewisse Personen dann abgehakt werden könnte. Und daraus resultiert sich, dass einige Prozesse von anderen Prozessen abhängig sind. Das heißt, ich darf die Accounts anlegen erst, wenn es ja zum Beispiel eine E-Mail angelegt ist und die Visitenkarten dürfen erst bestellt werden, wenn zum Beispiel eine Telefonnummer vorhanden ist. Es war eine mehr oder weniger so eine große Herausforderung, wie kriegen wir dann die Prozesse dann dargestellt, so dass die wirklich parallel laufen können und so dass die auch voneinander abhängig sind. Und zwar voll automatisiert. Dann kommen wir zu einer kleinen Umsetzung. Klar, wie es ja im Jira eigentlich ein Standard ist, dann bräuchten wir eine neue Vorgangstypen, dann bräuchten wir vielleicht eine neue benutzerdefinierte Felder, weil wir bestimmte Daten ablegen wollen. Müssen wir auch die Arbeitsabläufe, einen Status anlegen und dann geht es in den Bereich Benachrichtigung und Berechtigung. All das ist ein Standard, was eine Jira schon hergibt, ohne irgendwelche weitere Erweiterungen, aber um genau das, was der Kunde will, abzubilden, war mehr oder weniger zu wenig. Wir bräuchten ein bisschen mehr. Ich fange mal erstmal mit einem Workflow, was wir dann ausgedacht haben. Und schlussendlich komme ich ja zu einem Knackpunkt, wie wir das alles umgesetzt haben.
Also im Grunde genommen ging es darum, dass wir einen Main-Prozess haben. Das wäre dann neuen User anlegen. Und wenn der Vorgang angelegt wird, da wird er erstmal reviewed von jeweiligen zuständigen Abteilungen, dass die nach gucken, ob die Daten dann vollständig sind und können dann den Ticket quasi dann weiter triggern. Und genau in dem Bereich, dass ihr dann, wenn es ja schon alles geprüft ist, genau da passiert es, dass daraus aus einem Vorgang andere Vorgänge automatisch erstellt werden, automatisch mit Daten befüllt werden. Und genau da fängt es mit dem parallelen und vollautomatisierten Prozess an. Wenn die Unterprozesse dann fertig sind, dann gibt es noch so eine finale Review, die wiederum von einer bestimmten Person dann geprüft wird. Und dann ist mehr oder weniger die Sache dann mit dem Hauptprozess dann erledigt. Die Nebenprozesse, die laufen quasi mit dem ähnlichen Ablauf. Und zwar, die werden erstmal mehr oder weniger blockiert, beziehungsweise geprüft, ob die dann weitergehen dürfen, ob da vielleicht noch eine weitere Information fehlen, um weiterzukommen. Wenn es das nicht der Fall ist, da wird in Status Open verschoben und je nachdem, welche Prozesse da noch zu Ende laufen, werden dann die anderen Prozesse mal getriggert, dass die dann im Statusprozess erscheinen. Dabei werden die jeweiligen Vorgänge dann zu bestimmten Bearbeiter dann zugewiesen, so dass die wirklich ein Ticket bearbeiten können. Und dann können die dann sagen, ob die damit fertig sind. Und da ist ja genau auch ein Trigger für den Hauptprozess. Okay, Teilprozess ist fertig. Prüft man nach, ob die anderen auch fertig sind, sodass der Hauptprozess auch geschlossen sein kann. Um das zu verwirklichen, was der Kunde gedacht hat, hatten wir mehr oder weniger weitere Features gebraucht. Und zwar zum Beispiel eine Wiederverwendung von Feldwerte. Das heißt, im Main-Prozess werden bestimmte Daten abgelegt und die können wieder von anderen Prozessen verwendet werden, aber nicht im Sinne so, dass die wie die angelegt sind, sondern vielleicht auch eine Kombination aus mehreren Datenquellen. Dazu kommt noch dynamisches Erstellen von Vorgängen, das heißt, wenn gewisse Prozesse dann fertig sind, dass die triggern und sagen, okay, dann dürfen die anderen oder neue Prozesse dann erstellt werden. Dann automatische Transaktionen mit den Überprüfungen heißt, dass er genau, wenn er ein Ticket in einem bestimmten Status ist, dass er dann signalisiert, dass er andere nach gewisser Überprüfung oder halt Bedienungen, ob es weiter einen Status verschoben sein darf oder halt dann nicht. Dann die automatische E-Mail-Versendung an Transaktionen. Falls es notwendig ist, dass ihr bestimmte Bereiche halt oder dann andere Firmen dann benachrichtigt werden sollen, je nach Prozess. Dynamische und kombinierbare Überprüfung von Feldwerten, das ist im Prinzip dann Wiederverwendung von den Feldwerten. Die Lösung dafür haben wir uns für ein Jira Workflow Toolbox entschieden. Im Prinzip all das, was der für uns notwendig war, kann genau die App dann abbilden oder halt habe ich jetzt ein Wort verloren, umsetzen. Die Punkte, die ich hier in der Folie davor geschrieben habe, mit der Wiederverwendung von Feldwerten, genau die App kann auch die neue Werte generieren aus mehreren anderen Feldern
und kann auch die neuen Felder erstellen oder halt an die Inhalte von anderen Feldern updaten. Dann zu anderem kann ich aus einer beliebigen Transition neue Vorgänge erstellen, und zwar beliebig viel. Also es kann auch ein Vorgang sein oder halt dann mehrere. Dann ich kann durch das Triggern von beziehungsweise Überführung von einem Status in einen anderen, kann ich auch die anderen Vorgänge automatisch in den beliebigen Status schieben. E-Mail versenden, und zwar mit Daten, die ich in den Vorgängen drin habe. Und zwar sei es ein Vorgang, wo ich gerade bin, oder ich kann auch zugleich die Daten sammeln, die von diesem Vorgang abhängig sind. Ich habe ein Beispiel, weg von Theorie, kommen wir zur Praxis. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, und jetzt wird es schwierig mit der Kamera, dass ich hier klicken muss. Wie Sie hier sehen, Sie einen Service Desk, und zwar gibt es nur eine einzige Möglichkeit, quasi einen User anzulegen, und somit starten wir im Grunde genommen diesen Main-Prozess. Was wir dafür brauchen, ist einfach einen Namen einzugeben und Nachname und zum Beispiel, was der neue Mitarbeiter eventuell haben muss. Ich klicke mal, brauche ich einen neuen PC, da brauche ich dann vielleicht noch ein Smartphone und vielleicht noch ein Headset für ein iPhone. Wenn ich einen Vorgang erstelle, da sehe ich erstmal nicht viel. Da sehe ich, dass mein Prozess ist ein Status Open ist. Was aber jetzt anders ist, das sieht man hier, dass quasi eine Überschrift von diesem Vorgang, der wird noch dynamisch generiert. Das heißt, wir haben eine Post-Function definiert, der genau die Daten abliest und Summary-Feld von jeweiligen Vorgang dann überschreibt. Es geht noch weiter. Ich habe im Prinzip nur eine Vorname und Nachname eingegeben, und wenn wir dann in den Backend mehr oder weniger reingucken, wir sehen, dass ja automatisch eine E-Mail-Adresse generiert wird und ein Username generiert wird, und zwar anhand von die Daten, die ich ja eingegeben habe. Da sind wir jetzt im Status, dass von jeweiligen Mitarbeiter geprüft sein muss. Klar, es könnte natürlich die Felder, es können viel mehr Felder sein, aber wie gesagt, eine kleine Vorführung. Jetzt kann ich im Prinzip hingehen und sagen, okay, die Daten habe ich jetzt geprüft. Jetzt passiert eine Magic. Und zwar, jetzt werden die Unterprozesse definiert. Und zwar, aus diesem Vorgang werden automatisch, was haben wir da, 7 neue Vorgänge erstellt, die erstens mit dem Hauptvorgang verlinkt sind. Zweitens, die besitzen auch eine gewisse Referenz oder beziehungsweise die Zusammenfassung von diesen Vorgängen. Die haben auch eine Referenz auf einen Namen, die ich aus dem Main-Vorgang habe. Und so ein Beispiel will ich mal zeigen. Ich habe hier in Hardware zum Beispiel eingegeben, dass ich einen PC, Smartphone und Headset brauche. Und man sieht, dass ja dann neben diesem Nebenprozess steht, dass ja vielleicht noch bestimmte Software installiert sein müssten. Und wenn wir dann in diesen Vorgang reingucken, da sieht man, dass wir dann Untervorgänge automatisch erstellt haben, und zwar anhand das, was wir in diesem Multiselect eingegeben haben. Das heißt, wir kriegen die Informationen, die können wir beliebig darstellen, wir können die auswerten, die können wir kombinieren, und wir können die bestimmte Teile aus diesen Daten
Daten dann lesen und anhand von diesen Daten können wir dann neue Daten erzeugen, die wir auch wiederum Entschuldigung, in neue Felder, sei es in einem aktuellen Vorgang oder halt dann in anderen Vorgängen dann reinschreiben. Viel spektakulärer ist natürlich, dass mein Hauptvorgang ist durch die zwei Untervorgänge blockiert ist. Das heißt, im Prozess kann ich nicht weiter verschieben. Ich kann nur das Kleine und sagen, ja, ich höre damit auf. Oder halt dann müssen erstmal die zwei dann erledigt sein. Erst dann können die weiteren Prozesse dann gestartet werden, weil die eventuell die Informationen aus diesen Vorgängen brauchen. Ich mache das ganz mal einfach, dass wie ich genau die zwei in den Status dann verschiebe. Und zeige ich, was dabei passiert. Und zwar, ich aktualisiere mal die Seite. Und da sieht man, dass die zwei Prozesse, die quasi den Hauptvorgang und andere Untervorgänge blockiert haben, die sind jetzt auf dem Status Done und automatisch die nächsten, die abgearbeitet sein dürfen, die sind automatisch auf den Status Open gegangen. Den Final Review ist wiederum von diesen vier dann abhängig. Das heißt, der ist in den Status Warten, mehr oder weniger. Wenn ich aber nochmal in diesen Install-PC gehe, da sehe ich auch, dass ich ja hier auch nicht weiterkomme. Das heißt, da ist nur vorausgesetzt, dass die Untervorgänge erstmal erledigt sind. Das heißt, wenn ich erst die erledigt habe, schiebe mal auf Done, schiebe ich auch wieder auf Done, nochmal auf Done, und da sieht man oben, kann ich auch diesen Prozess auch auf dann erst dann auf dann setzen. Das heißt, der Nutzer oder der Bearbeiter hat keine Chance. Ja, der kann nur das tun, was wirklich erlaubt ist. Dann kann ich die Prozesse dann wieder auf dann setzen und wie gesagt, da dieser Prozess von diesen anderen vier abhängig ist, müssen die erstmal erledigt sein. Aber wiederum kann es passieren, dass ich auf einmal aufhören will und sage, nee, der hat sich wieder gekündigt, keine Ahnung. Schließen wir alles. Und sobald ich den Hauptprozess auf Schließen klicke, da werden die alle abhängigen oder daraus resultierten Prozesse auch wieder auf Status dann gesetzt. Wie gesagt, das ist nur nur ein Beispiel dafür, dass genau die Vorgehensweise nur mit einer App dann somit abgedeckt ist. Und die App kann noch viel, viel mehr. Gehen wir mal kurz in den Backend. Dann bin ich jetzt zu technisch. Aber eine Sache will ich mal zeigen. Und zwar das Erstellen aus dem Main-Vorgang, die Untervorgänge, und zwar nach dem Status Approval. Das ist ein Beispiel dafür, wie es dann konfiguriert sein könnte, dass ich mehr oder weniger einen Vorgang erstelle, wo ich dann auswählen kann, was für ein Typ sein soll, dürfte, in welchem Projekt es sein dürfte. Es kann sein, dass ich kann sein, dass die Prozesse über mehrere Projekte gehen. Ich kann beliebige Felder schon mal mit einer Information befüllen, zum Beispiel hier den Summary, der kommt zusammen aus einem First Name und Last Name aus dem Main-Vorgang. Description kann ich auch
generisch erstellen oder halt dann eine statische Information reinschreiben. Die Verlinkung wird ja dann automatisch generiert und, und. Also die App ist an der Stelle sehr, sehr mächtig, weil er im Prinzip erlaubt, ohne Skriptkenntnisse beliebige Informationen aus einem beliebigen Vorgänge ja, aussaugen. Und dann ist ja der Nutzer überlassen, was mit diesen Daten dann passieren soll. Ja, und da habe ich auch jede Menge Sub-Funktionen, die mir das Umgehen mit diesen Werten dann erleichtert, dass ich zum Beispiel aus dem Multiselect direkt eine Liste von Elementen haben kann und wie man ausgesehen hat, gesehen hat mit diesem Hardware, habe ich die Liste und kann ich ja direkt die Sub-Task erstellen, die genauso heißen wie die ausgewählte Elemente. So. Das war's. Wenn ihr bekommt die Frage, bitte. Die Frage war, was passiert, falls zweimal den gleichen Namen eingegeben wird. Ne? Dann ist natürlich dem Administrator überlassen, wie er bei solchen Fällen handelt. Das heißt, da müssen gewisse Überprüfungen noch eingebaut werden, was auch kein Problem ist, weil mit dieser App können wir nicht nur die Post-Functions definieren, sondern auch die Bedingungen, also Conditions, oder halt dann auch die Validatoren, die im Grunde genommen auch die gleichen Funktionalitäten besitzen. Da kann ich ja auch hingehen und genau nach bestimmten Ausschnitt dann suchen, sei es eine JQL, sei es ja dann eine direkte Verlinkung oder sei es eine Subtask, wie auch immer. Ob das schon vorhanden ist oder regex geht auch. Ne? Und dann soll entweder eine Fehlermeldung kommen oder wie auch immer. Also klar, man muss natürlich ja vorher auch Gedanken machen, was passiert, wenn. Und genau diese Fälle kann man natürlich auch abdecken. Kommt noch Fragen? Bitte. Kann ich denn die Assignees schon zuordnen zu den Tasks? Weil man kann mit dieser App beliebige Felder, sei es eine Issue Fields, sei es eine Custom Fields, wie auch immer, man kann alles vorher definieren, mit welchen Werten die dann besetzt werden. Wenn wir dann bei Assigner sind, dann kann ich ja natürlich sagen, okay, wenn ich eine bestimmte Rolle habe oder eine bestimmte Gruppe habe oder einen bestimmten User habe oder ich kann auch eine komplexe Statement bauen und sagen, gib mir bitte alle, die letzte Woche nicht dran waren. Keine Ahnung. Also da ist man wirklich flexibel. Es geht wirklich darum, dass man das aus dem Content heraus oder halt dann fix setzen kann. Aber ich kann wirklich alle Felder mit einem dynamischen Werten dann befüllen. Es geht. Die Frage ist natürlich, was will man erreichen oder wer soll dann einen Vorgang kriegen? Also, wenn ich doch jetzt weitermachen darf, also die Assignees sollten ja typischerweise so Kandidaten sein, die Aufgabe übernehmen. Also wenn man das jetzt wirklich mal durchspielt, so ein Onboarding-Prozess, dann habe ich ja nicht den einen Menschen, der jetzt immer diese eine Task macht, sondern ich habe ja keine Ahnung, was eine Gruppe bei IT-Service, genau, die halt das tut und dann hätte ich ja gerne eher eine Rolle dahinter und durch die Rolle sind dann dahinter stecken dann fünf Kandidaten, ja, je nachdem wer krank ist, wer da ist, wie auch immer. Ja. Und vielleicht soll aber auch der erste Kandidat alle weiteren Tasks bearbeiten. Das soll immer derselbe sein. Das ist auch kein Problem. Also das kann man abbilden. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie die Projekte schon konfiguriert sind.
Ja, hier ein Beispiel, klar, wenn wir dann realistisch gesehen, hätte ich dann wirklich ein Beispiel mitgebracht, was wir im Kunden eingesetzt haben, da würde er, glaube ich, nach 5 Folien nicht mehr reinpassen, weil da sind noch weitere Schritte schon mal ausgedacht oder dann die Abhängigkeiten schon ein bisschen komplexer dargestellt. Aber es kommt immer darauf an, wie die Projekte schon konfiguriert sind, wie die eine komplette Infrastruktur aufgebaut ist. Es kann sein, dass wir dann in mehreren Projekten unterwegs sind, ne? Dass wir beispielsweise einen Vorgang erstellen, was ein komplett anderes Projekt ist. Ne? Und dafür sind auch gewisse Leute nur zuständig. Ne? Und dann kann ich quasi eine Information rausholen und sagen, wer es überhaupt in diesem Projekt definiert ist, sei es eine Rolle, sei es eine Gruppe oder halt dann fixe Person. Dann kann ich natürlich sagen, okay, der Vorgang gehört ihm oder dieser Gruppe. Ja, und aus der Gruppe kann ich auch wiederum ein Statement bauen und nach Zufallprinzip oder nach einer bestimmten Voraussetzung quasi einen Assigner da aussuchen. Und wenn dann die Untervorgänge erstellt werden, dann kann ich auch ein Spiel wieder von vorne anfangen. Soll es eine gleiche Person sein? Soll es dann andere Person sein, also ist immer von dem Content abhängig, also wirklich von der Anforderung so gesehen. Noch Fragen? Dann, wie gesagt, heute Abend bin ich noch da, falls ihr da noch Fragen habt, gerne stehe ich an euch zur Verfügung.